Willkommen zu einem neuen Video und heute zeige ich euch, wie ihr in das neue Dungeon kommt. Ja, Gameloft hat es nicht gerade einfach gemacht. By the way, ich bin jetzt in Grünwerk und... Oh, nee, ich will dich nicht irgendwie anfokussieren. Und wir machen mal diese Quests. Also es kann lange dauern, ich werde aber das Unnötige schneiden, also sprich Weg, eventuell außer es ist kompliziert. Das war jetzt nicht zum Beispiel kompliziert, aber das werde ich nicht schreiben, da ich noch am Reden war. Unnötige Infos. Also, die Abtei des Lichts. Okay. Also gehen wir mal hier durch. Ah, da müssen wir wieder zu dem, genau. Dann werde ich euch auch noch einen Trick sagen. So muss ich jetzt mit denen reden. Mit der Frau. Hust, ich habe Angst, Hust. Ne, ich kenne das. Gut. Zurück. Eben, das geht extrem lang. Aber es gibt ein paar Tricks. Oh, danke, Heiltrank, der so schlecht ist. Nope, ich habe den falschen weggewählt. Also, jetzt müssen wir hier noch hinten. Eben, es ist so mühsam, dass das Gameloft gemacht hat. Ach. Also... Hallo, du kleiner Lümmel, die Abtei des Lichts. Oh, wenigstens hat es jetzt nicht mehr so viele Leute. So. Geh zur Felswache im arkadischen Wald. Oh, ja. Warte, ich mache den Fehler nicht. Und ich kaufe mir noch ein paar Pots. Wir sind nun in Feldwache. Müssen hier nach hinten laufen. Dieser NPC, oh, bitte nicht sterben. Das war knapp. Aber nicht zu knapp. Also, wir müssen jetzt hier nach hinten. Ich dachte zuerst, wir wären in der Burg, aber ist es nicht. Ich habe jetzt, ich glaube, ich habe noch nicht mal den ganzen Quest mit meinem Tank gemacht. Also, Mr. 8888X. Jo. So, und hier hat es doch noch ein paar Leute. Nee, nur jemand, das ist gut. Banditen mit ungewöhnlicher, wir siegen Banditen. Ja, endlich kann ich wieder mal ein bisschen die Pfeile werfen lassen. Also müssen wir diese machen. So, die sind alles ziemlich einfach. So, das haben wir schon gemacht. Die droppen da, glaube ich, ein bisschen Geld. So, wieder zurück. Ich frage mich, wieso macht das Gameloft? Wieso? Es bringt doch einfach absolut gar nichts. Dann hier können wir nochmals etwas auswählen. So, mal schauen, Distanzangriffskraft. Jo, der ist sogar besser. Angriffskraft und Distanzangriffskraft wurde jetzt sozusagen 1. So, wo ist mein Ring? Nirgends! Cool! Ah, ich habe noch einen. So, wo ist mein Ring? Nirgends, okay, sehr cool. Muss ich jetzt schon... Nee, jetzt muss ich den Boss erst noch besiegen. Von diesen weiß ich was. Ah. So. Cool, danke. So, wir müssen nochmals Gelbschallbanditen töten. Ach, dieser Mist. So, du hast jetzt bei meinem Level 70er Tank geholfen und jetzt auch noch gleich jetzt. Da ich ein Video mache. Glück für dich. Also, wieder geht es zurück zu unserem Freund. Ah, erst jetzt bekommen wir den Ring. Ach, ich bin auch nicht der Schlauste, hä? Schleiche dich hin und stiehl... Oh, jetzt kommt dieser Quest, der gestern für rote Köpfe sorgte. Ich hoffe, dass der jetzt nicht mehr so mühsam ist. Ich will steuern. Hey. Also, es hat immer noch ein paar Leute.
aber wir können da problemlos nun eine Flasche Wein nehmen. Das ist gut. Oh, das ist nerviger. Sorry, wäre die für dich gewesen, Kill. Tut mir leid, falls ich dir die geklaut habe. Aber es ist für einen guten Zweck, denke ich, für ein Video. Angriffskraft, was haben wir denn hier? Kritischen Level. Stärke, nee, das brauchen wir nicht. Eile-Level. Der ist nicht mal so schlecht. Aber meiner ist, glaube ich, immer noch ein bisschen. Also, endlich können wir den Quest beenden. Zauberstab finde ich natürlich cool. Gelbschal-Banditen. Was haben wir hier? Zauberkraft. Nee, das brauche ich doch nicht. Angriffskraft. Oh, Ferntöter habe ich da noch. Oh, das ist besser. Also, jetzt müssen wir jetzt den Boss killen. Ich weiß gar nicht. Also, der spawnt ziemlich schnell. Jo, da ist er schon. Das dauert etwa 10 Sekunden. Und weg ist er. So. Und wieder abgeben. Also, ich weiß nicht, was der Sinn dahinter ist. Wirklich. Geh nach Grünberg. Ach, von mir aus. Wir haben jetzt zum Glück Teleporter dabei. Also, wir müssen jetzt wieder zu diesem, weiß ich was, Bischof, Priester, Papst, nee. Gehen. Laufen, laufen, laufen. Komm, schneller, schneller. Also gestern war da wirklich die Hölle los. So, ja, ich habe von Helmtanten gehört, bla bla bla. Geh zum alten Hahn im arkadischen Wald. Gut, werden wir machen. Also, los geht's. Also, ich verstehe den Sinn wirklich nicht. Und genau, hier hinten, ich weiß noch nicht, ob ich das schon sehen kann. Hier hinten ist der Eingang zum neuen Dungeon. Ich finde, was ich wirklich sehr cool finde am neuen Dungeon ist, dass sie den arkadischen Wald wieder eingebracht haben. Weil ich finde persönlich, der arkadische Wald ist irgendwie das beste Gebiet im ganzen Spiel. Es ist erstens nicht verbargt, zweitens ist die Umgebung wirklich schön, auch die Texturen. Es gibt sozusagen keine Texturenfehler. Okay, ich habe nichts gesagt. Aber es sieht meiner Meinung nach, finde ich, es am schönsten. Klar, Wüste sieht natürlich auch sehr cool aus, ist ein bisschen öde, aber eben auch schon das Wasser hier. Ja. So, komm, wo muss ich da hingehen? Oh, ich muss da nach hinten gehen. Hallo! Er sagt mir sogar auch Hallo. Der Flasche auf den Grund gehen, auf drei ein paar verrückt gewordene Tiere. Klar, das machen wir. Zum Beispiel die hier. Oder der hier. Ich finde immer, es ist ganz witzig, wie der Bär tönt, wenn der irgendwie tot ist. Oh, ich muss ja stehen bleiben für einen scharfen Schuss. So, fertig. Oh, was ist denn das? Also, wir sind fertig. Was bekommen wir hier? Angriffskraft 83. Sagen wir jetzt einfach nicht, dass ich... Aber Trefferlevel, ja, das ist eigentlich nicht mal so schlecht. Wähle einen Gegenstand. So, was haben wir denn? Ich bekomme, sorry, aber ich bekomme einfach Mist. Nee, das ist nicht gut.
Wähle einen Gegenstand. Ah, da können wir auch schon auswählen. Kritischen, ja, von mir aus. Nehmen wir mal das. Hallo, Heal. Ah, vielleicht hast du für mich sogar gedroppt. Du könntest mich ja heilen. Nee, das brauchen wir nicht. Komm, der ist meiner. Baba, komm. Ja, nice. Oh, schade, jetzt hätte ich wieder genau genug Tatkraft gehabt. Oh, nicht keinen Drop, schade. Eben, ich begreife das einfach nicht. Das ist jetzt das Rätsel sozusagen meiner Ocean Chaos Karriere. Wieso machen sie das? Ah, das sind sowieso falsche Tiere. Was mache ich da? Die haben ja gar keinen Rand. Was muss ich überhaupt machen? Aufträge. Benutze Weihwasser, um ein paar verrückte Tiere anzugreifen. Ach, so läuft das. Aha. Aha. Das habe ich auch erst jetzt mitbekommen. So. Ey, Krokodil. Was läuft mit dir? Benutzt Weihwasser. Hier. Ach, das geht wieder nicht, oder? Ah, da. Jubi! Also, Nummer 1, beziehungsweise 2 Healer schon noch einen gemacht haben. Und Nummer 3, endlich. Das wäre noch gut, wenn man wüsste, was man bei diesem Quest machen muss. Sammle für Akton Haare, Haut und Hörner der verrückten Tiere. Also die Tiere da, die werden noch ein bisschen umkämpft, so wie es ausschaut. So, weg mit dir. Jubi, das brauchen wir. Und da ist auch noch jemand. Oh, das war jetzt unnötig. Boah, ich glaube, eine schlechtere Schusskombo hätte man nicht machen können. So. Drop doch wenigstens was. Bitte, bitte, bitte. So, wir machen jetzt noch, glaube ich, das von Bern, wenn ich mich nicht täusche. Ach, komm, hey. Was werfen wir denn weg? Was werfen wir denn heute weg? Ah, oh, Schrott. Wieso gibt es in diesem Spiel überhaupt Schrott? Also dann, ich hoffe, ich muss jetzt nicht. Ja, jetzt muss ich wieder etwas wegwerfen. So, Fell, weg mit dir. Und was bekommen wir diesmal für eine Kage? Untersuche den alten Hafen auf dämonischen Aktivitäten. Bla 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 bla, bla 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 bla. Und Erde, etc., etc., etc. Oh. Also Erde, gehen wir mal dorthin. Ah, da hat es schon ganz viele, die da irgendwie auf das Mob warten. Nee, ich will, ich will. So, danke, wir können ja wieder liefen. Es geht ja nur um die Quests. Also, was bekommen wir? Hier wieder Schönes. Das ist sogar nicht schlecht. Der Flasche auf den Grund gehen. Geh nach Grünberg. Ach Gott. Wir gehen nach Grünberg, wie du willst. Also, ich glaube, langsam reicht's. Langsam reicht's. Ich bin ein Gangster, ich lief auf den Hecken. Hallo? Hallo? Ach, okay. Arkadischer Wald, ach. Also hier vorne ist der Mindel.
Ich hoffe jetzt nicht, dass es so eine Quest ist, bei der man wieder keine Chance hat, das zu bekommen. Aber das sieht danach aus. Also, so sehen die Bodenproben aus. Für mich sieht es... Oh, nee, nicht im Ernst. Für mich sieht es nicht wie eine Bodenprobe aus, sondern eher wie etwas anderes. So Elefantenscheiße oder so etwas. Also komm. Was kann die nur. Kann man die nicht stacken? Ey, was läuft? Was läuft? Oh, schmeißen wir das weg. Also dann mit dieser unnötigen Quest, da muss ich eben ein bisschen Zeit, brauchte ich. Oh, da kann ich wieder Beutel lernen. Ach, wie mühsam. Was haben wir denn hier? Wallläufer, von mir aus. Orte mehrere Brennpunkte der Störung im akkadischen Wald. Also gut, so, jetzt kann ich wieder ein bisschen... Jo. Können wir wieder ein bisschen ranzoomen. So, Brennpunkt 1. Ein Brennpunkt gemacht. Und das war's schon? Oder war's das nicht? Doch, das war's. Eben, der Quest ging jetzt doch noch schnell. Erstaunlicherweise, ich hätte gedacht, da waren vorher ja doch etwa 5 Leute. Ich gedacht, es würde länger dauern. Na, was bekommen wir hier? Ja. Nehmen wir mal, ne? Die. Geh nach Grünberg. Okay. Machen wir natürlich. Oh, das kostet mich auch ein bisschen Teleporter. Wir gehen wieder zu unserem geliebten Priester. So, ich bin jetzt wahrscheinlich schon etwa eine gefühlte Stunde online. Ich mache ja auch ab und zu ein paar Cuts. So. Ha, der Mindel kommt nicht drauf. So hat's ausgesehen. Jeder kommt sicher auf. Und etwas Blaues. Die schlecht sind. Blues, die schlecht sind. Geh zum arkadischen Wald. Also, er hat gesprochen, wir müssen noch schweigen. So, ich muss jetzt noch schnell einen Quest aktivieren. Finde Nova und hilf ihm. Apropos Nova, genau, das macht wieder so funny und sie. Eben, apropos Nova, es gibt ja, glaube ich, was ist das neueste Nova? Nova 3? Es wäre, glaube ich, kein Nova 3, 4 geben. Oh, Junge, wo bist du? Also, hier sind wieder, endlich ist der NPC wieder da, der Nova. Wir haben den Quest beendet und dann bekommen wir nochmals einen neuen Quest, was ziemlich mühsam ist. Und der führt uns endlich in das Dungeon, endlich. Also, und so sieht das Dungeon aus. Ihr seht da, ich muss da mit dem sprechen, okay. Und dann geht es eigentlich los, so wie das ausschaut. Oh, die machen da ziemlichen Damage. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nicht gut. Naja, so beendet ihr die Quest und kommt dann ins Dungeon rein. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Walkthrough wird bald kommen und bis zum nächsten Mal.